Was sind die Vorteile des Kommissionsgeschäftes für den Kommissionär? Wir haben schon gesehen, es gibt zwei Personen, zwei Mitwirkende, zwei Spieler in diesem Spiel. Das eine ist der Kommittent, das ist der Auftraggeber für das Kommissionsgeschäft, und der Kommissionär ist der Ausführende, der Auftragnehmer. So, was sind die Vorteile für den Kommissionär? Er kann sein Sortiment erweitern ohne Risiko. Er muss die Ware erst nach Verkauf bezahlen, ja, Ware, die er eingekauft hat, wenn er als Einkaufskommissionär fungiert. Und ja, vielleicht sollte man hier noch er kann davor schreiben. Er kann sein Sortiment erweitern ohne Risiko. Er muss die Ware erst nach Verkauf bezahlen und er kann nicht verkaufte Ware zurückgeben an den Kommittenten. Ja, wenn er als Verkaufskommissionär fungiert, dann kann er die Ware, die er nicht verkaufen konnte, an den Kommissionär, an den Kommittenten, zurückgeben. Bleibt also nicht auf der Ware sitzen, sozusagen. Ja, das hat auch mit dem ersten Punkt zu tun. Er kann sein Sortiment erweitern ohne Risiko. Er handelt ja zwar in eigenem Namen, der Kommissionär handelt in eigenem Namen, aber für Rechnung des Kommittenten. Ja, so, somit ist das das Risiko hier des Kommittenten und nicht das Risiko des Kommissionärs. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.